Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stamping Up Demo aus Bremen. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie ich diese Aufstellkarte gemacht habe. Auch wieder ein bisschen anders als eine normale Karte, aber auch wieder ganz, ganz einfach. Und dafür benutzen werde ich heute das Produktpaket Bärenstark. Und was da so draus wird, das möchte ich dir jetzt gleich sofort zeigen. Bis gleich. Anything is possible. Ich habe das Ganze schon einmal online mit meinem Team gebastelt und da habe ich auch schon was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar brauchst du ein Stückchen Farbkarton in 21 cm mal 10,5 und der wird auch bei 10,5 gefalzt und einmal diagonal, weil das nachher so aufgestellt wird. Dann einmal für innen ein Stück in 10,2, ich weiß gar nicht, ob das hier alles so, 10,2 mal 10,2, dann als Aufleger zwei Stückchen in Grundweiß in 10 mal 10, das wird diagonal gefalzt, darauf kommt Designerpapier in 9,5 mal 9,5 und für innen dann nochmal, ich schiebe das mal so rüber, ich hoffe, dann sieht man alles. Ein Stückchen Farbkarton, 10,5 mal 2,5. Ein Stückchen Grundweiß, 10,2 mal 2,2. Und ein Stückchen wiederum Designerpapier in 1,9 mal 9,9. Das ist das, was wir brauchen. So. Das lege ich jetzt mal zur Seite. Und fange schon mal mit dem Falzen an. Hier ist mein Stückchen Farbkarton. Ich habe hier jetzt Glutrot. Den falze ich jetzt einmal bei 10,5. Und diese eine Seite einmal diagonal. Schön hier in die Schneidrille reinlegen. Dann natürlich nicht schneiden, sondern falzen. Na. Und soweit ist die Grundkarte schon mal fertig. Jetzt noch das Stückchen in Grundweiß zu schneiden. Einmal diagonal. Da hole ich mir die Schneidlinge immer einmal in die Mitte. Einmal auch das Designerpapier. Schön in die Mitte. Und das war's schon mit Geschnibbel, den das für innen habe ich schon mal soweit fertig. Und diese kleinen Quadrate, die ich außen drauf geklebt habe, sind diese drei. Und die haben bei mir, das kannst du ja auch variieren, du kannst auch alles Mögliche vorne drauf kleben. Das erste ist 6,5 mal 6,5. Das zweite ist 6 mal 6. Und mein Grundweiß ist 5,5 mal 5,5. Also ich mache es immer 5 mm kleiner. Das gefällt mir immer an sich ganz gut. Jetzt können wir schon mal die Sachen hier zusammenkleben. Was mache ich denn jetzt so rum? Ach, mir fällt gerade auf, mir fehlt noch ein Stückchen Flüsterweiß. Habe
ich jetzt hier den richtigen genommen. Ja. Nicht, dass ich da jetzt auch noch was Falsches nehme. Lieber noch mal messen. Doch, ist richtig. Ich traue mir ja immer selber nicht so wirklich. Einmal. Jetzt kann der, ups, da auch schon drauf. Ich dachte mir, jetzt ist ja richtige Erdbeerzeit und dann kann man auch was Schönes Erdbeeriges machen. So, die beiden kommen da auch schon mal drauf. Versuchen gerade zu kleben. Die drei können auch schon mal zusammengeklebt werden. Ich habe natürlich so ein Reststück genommen, sieht ja keiner von hinten. Ist wieder ein bisschen viel Kleber. Fehlt mir ja für innen noch mein Stückchen Grundweiß. Ich bin immer noch bei Flüsterweiß. Da mache ich mal eben einen langen Arm. Mein Papierschneider. Und schneide mir das jetzt auf 10,2 mal 10,2 zu. 1, 2. Zur Seite. Und das kann jetzt auch schon hier in die Karte. Also nicht wundern, wenn ich mal Flüsterweiß sage, das war der Vorgänger von unserem Grundweiß. Aber ich bin immer irgendwie noch so drin und sage immer, oder öfters jedenfalls, Flüsterweiß anstatt Grundweiß. Obwohl ich auch finde, die beiden unterscheiden sich überhaupt nicht. So, jetzt muss noch ein bisschen gestempelt werden. Und zwar von oben drauf. Dann finde ich hier meinen kleinen weißen. Dann habe ich hier schon mal Glutrot. Aus dem Set habe ich mir schon mal einen Text rausgenommen. Was habe ich denn genommen? Habe ich hier schon drauf. Genieß deinen Tag, das süße Leben. Genieße an deinem Tag das süße Leben. Man kann auch besser hier lesen, ne? Genieße an deinem Tag das süße Leben. Den mache ich da jetzt drauf. Und hoffe, dass ich gerade bin. Das sieht doch ganz gut aus. Dann für meine Erdbeere, mal gucken, hier habe ich noch so
einen kurzen Rest, passt die da drauf. Ja, das passt. Da ist es immer ganz schön, wenn du vorher guckst, wie rum die Stanze so aufgeht, um es dir ja dann gleich richtig rumzustempeln. Also, die stempel ich jetzt auch in Glutrot. Und innen werde ich mit den Fingerschwämmchen das ein bisschen einmal mit Glutrot, Olivgrün und dann habe ich hier noch Currygelb. So, ich fange mal mit dem Gelb an. Gehe da so ein bisschen rüber. Ich finde das immer ganz interessant, wenn das nicht so einfarbig ist. Ein bisschen Olivgrün, weil meistens sind die Erdbeeren ja auch nicht immer so ganz knallerot. Und dann noch ein bisschen mit dem Glutrot rüber. So, und jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht. Einmal anhauchen. Das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt hinein in die Stanze. Da ist sie. Müsste hier so ein kleiner reichen für meine Blätter. Für mein Blatt. Das Stempelchen Olivgrün. Eben gucken, meine Stanze wieder so rum, da passt mein Blatt nicht, dann nehmen wir das. Und einmal das Innenleben vom Blatt. Ich muss mir das mal ein bisschen dichter holen, ich sehe sonst nichts. So, jetzt einmal das Blatt ausschanzen. Da ist mein Blatt, meine Erdbeere, die mal eben wieder zumachen. Mein Kleber. Das Blatt, das klebe ich mir jetzt hier oben so dran. Es ist zu warm. Es kommt so viel Kleber raus. So. Jetzt kommen die ja schon mal zusammen. Du kannst genauso geprägte Hintergründe machen oder gestempelte Hintergründe. Da ist man ja total flexibel. Meine Erdbeere kommt dann so da drauf. Und hier ist es nur wichtig, dass du es gerade aufklebst. Ja, nicht so schief wie ich jetzt. Geht noch was? Ja, so ein bisschen. Also gerade in dem Sinne, dass du dich an dieser Kante orientierst. Du kannst es entweder genauso diagonal, dass du hier in der Mitte bist, machen. Also ankleben. Dafür lege ich mir das jetzt nochmal so um.
mache mir von hinten mit dem Bleistift einen Strich, weil nur die untere Seite jetzt Kleber bekommt, weil sonst haben wir ja nicht mehr diesen Knickeffekt, Klappeffekt. Und klebst es dir jetzt, das kommt hier schon wieder durcheinander, so soll es sein. Kannst so dann ja nochmal schauen, ob es gerade ist. Jetzt kommt hier innen der rein. Den klebe ich ganz nach unten. So wird es dann sein. Ein bisschen nachfalten. So, am Anfang ist das ja immer ein bisschen starr. Passt. Jetzt nehme ich zwei Dimensionals. Und klebe mir hier noch meine Erdbeere drauf. Das war meine ganz schnelle Klappkartenvariation für dich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Daumen hoch freut mich natürlich immer extrem. Und ein Abo natürlich umso mehr. Und das nächste Video folgt bestimmt demnächst. My passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love.